Das Ich Kleinbike ist auch in seiner 18. Ausgabe ein Magnet für Amateure und Profis, die sich in unglaublicher Bergkulisse den Strapazen eines der härtesten Rennen des Kontinents aussetzen wollen. 1000 Teilnehmer gingen an den Start, 150 davon über die Langdistanz von 79 Kilometer und 4000 Höhenmeter. Schon am Vorabend beim Balio zeigte der Schweizer Urs Huber seine Klasse und beeindruckte beim Ischgl Einbike mit einem satten Vorsprung von 5 Minuten. Ja, es ist eines der größten Rennen hier in Europa und von dem her sicher speziell hier zu starten. Und jetzt die erste Saisonhälfte war nicht ganz so optimal für mich, aber jetzt habe ich gemerkt, die letzten 2 Wochen, dass es immer besser geht und war eigentlich sicher, dass es heute endlich zum ersten Saisonsieg reicht. Der Aufstieg hier, also die beiden Aufstiege, die sind eigentlich brutal hart und da gibt's eigentlich für jeden nur eines, voll fahren. Und wenn du merkst, dass du der Stärkste bist, dann kannst du eigentlich da gut Zeit rausfahren und das habe ich auch gemacht. Der Pechvogel des letzten Jahres, Lukas Buchli, dem ein Reifenschaden den Sieg kostete, musste auch dieses Jahr mit einem zweiten Platz zufrieden sein. Ja, heute bin ich sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Der Urs war so stark und da war klar, das Maximum ist heute der zweite Platz. Und doch, ich bin sehr zufrieden. Es kam noch ganz eng, Sören kam noch ganz nah am Berg, aber da in der Abfahrt konnte ich ihn dann nochmals distanzieren. Trotz nicht vorhandener Trainingsmöglichkeiten in seiner Heimat belegte der Däne Sören Nissen Platz 3. Den Berg hier, das ist ja nicht ein Berg, das ist ein kleiner Hügel. Von wann ich komme, von in Dänemark, ich glaube, das höchste Punkt, das ist so rund 60 Meter über das Meeresspiegel. Nee, das ist, ich habe nie probiert. Ich habe auch 5 Jahre als Profi so am Straße gefahren. Habe nie so etwas probiert, so wie heute hier. Das gibt's gar nicht. 2.000 oder 3.000, etwas mehr Höhenmeter. Also super, super Rennen. Das Spitzenergebnis für die Schweiz komplettierte Sarah Kober mit dem ersten Platz bei den Damen. Es ist einfach jedes Jahr ein tolles Rennen. Und bis jetzt bin ich immer noch die mittlere Distanz gefahren und jetzt das erste Mal auf das Lange. Hat das schon in sich. Ischgl Ironbike, das härteste Rennen unter der Sonne.